Willkommen zur Lecture Potenziale der Medienkunst für die Filmerzählung. In der letzten Lecture hatte ich kurz das Kunstwerk von Maren Strack vorgestellt, Six Feet Under, eine Performance, bei der die Künstlerin in der Mitte einer Projektion steht und mit einer Peitsche, 6 Monate lang geübt, scheinbar von ihr hervorgerufene Wesen mit dieser Peitsche dirigiert, heranlockt, wegpeitscht, von denen überrascht wird. Diese Arbeit strahlt in einer gewissen Weise in die Filmerzählung. Dadurch, dass die Medienkunst also erst dokumentiert wird, können plötzlich Elemente der Medienkunst Teil der filmischen Welt werden und diese Welt anreichern. Das ist bei Maren Strack zum Beispiel der Sound. Denn ihre Auseinandersetzung mit diesen technoiden Wesen ist mit einem sehr markanten Soundtrack unterlegt und Elemente dieses Sounds werden dann auch weitergeführt im Sinne einer Affizierung oder einer Variation und Veränderung in den Soundtrack des Films. Das ist eine erste Möglichkeit der Übertragung. Eine zweite Möglichkeit der Übertragung ist die Beziehung, die sie stark macht, nämlich zwischen einer Person und einer Gruppe. Das heißt, ein Element der Figurenkonstellation, die ich gerade beschrieben habe, wird auch aus dieser Installation übertragen und findet sich auf einmal wieder in der Realität des Films, in der Figurenkonstellation der Biosyncs, die auf die Künstlerin Fiona da Vinci reagieren. Denn das Kunstwerk von Maren Strack wurde ja von vornherein der Künstlerin Fiona da Vinci, gespielt von Jana Schulz, als Patenkunstwerk zugeordnet. Also auch die Figurenkonstellation überträgt sich. Und drittens überträgt sich auch die Charakteristik einer Figur. Denn das Modell der Domteuse und auch der weiblichen, mächtigen Prinzessin sozusagen überträgt sich in einer Umkehrung auf den King Kong-Mythos. Denn auch da ist es ja eine Frau, die sozusagen mit diesem Riesenaffen irgendwie klarkommen muss und ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest besteht die Illusion, diesen Riesenaffen ein wenig steuern kann. Und auch das verlängert sich, also eine Charakteristik der Figur und die damit verbundene Erzählwelt verlängert sich in den Film rein und ist eine der Wirkungen, die aktiv ist, wenn in dem Film Art Girls und Neue Natur ein aus verschiedenen Einflüssen zusammengesetzter King Kong den Fernsehturm hochklettert. Eine zweite Kunstwirkung oder man kann eben auch sagen, eine zweite Anreicherung der Filmhandlung durch Medienkunst geht aus von der Installation Die Glücksprophezeiungsmaschine. Alles, was sich in Bewegung setzt, muss durch den Kopf hindurch. Aber wie das geschieht, hängt sehr von den Umständen ab. Wo zwei rasende Feuer aufeinandertreffen, verzehren sie das, was ihre Wut nährt. Etwas ist an falscher Stelle angekommen. 1000 Jahre fiel der Tag. Die Allmacht der Begeisterung weilt nicht an der Oberfläche. Ich hatte im vorherigen Kapitel schon erzählt, dass es sich dabei um eine Art Erzählmaschine handelt, die eine Mischung aus Wahrscheinlichkeit und dann trotzdem ganz persönlicher Ansprache realisiert und inszeniert. Und zwar sind dabei entscheidend einzelne Karten des Tarots, die projiziert werden, die vor einem erscheinen, die gelegt werden. In der Filmhandlung findet die Künstlerin Nikita Neufeld, während sie an der Glücksprophezeiungsmaschine arbeitet, mehrfach Tarotkarten, die dann irgendwie auch in das Kunstwerk einfließen. Und genauso wie sie in das Kunstwerk einfließen, fließen diese gefundenen Karten auch in die Filmhandlung ein. Also hier haben wir eine Auswirkung der Medienkunst auf narrative Ereignisse. Sie steuern die Erwartungen dessen, was passieren kann. Denn wenn einem eine Karte gelegt wurde, ahnt man schon, dass eine Art von Prophezeiung damit verbunden wird. Damit spielt der Film. Die Karte, die Nikita Neufeld in einem bestimmten Moment des Filmes zieht, ist der Turm.
Und auch diese Karte, der Turm, wirkt natürlich auf das ein, was dann passiert, wenn der King Kong den Fernsehturm hochklettert. Es ist jedenfalls eine mögliche Erklärung. Wichtig ist, dass diese Beziehungen zwischen der Kunst und der Filmhandlung keine zwingenden Kausalbeziehungen sind. Dazu werden wir noch was hören, sondern statt an die Stelle zwingender Kausalbeziehungen treten eher Echos, Korrespondenzen, mögliche Beziehungen, ein viel breiteres Spektrum von Relationen zwischen der einen Sphäre und der anderen Sphäre. Das haben wir auch bei der Kunst von Una Queens. Una Queens macht Umrissanimationen, sie arbeitet also mit vereinfachten Formen von Zeichnungen, die es ermöglichen, teilweise abgemalten, durchgepausten Zeichnungen, die es ermöglichen, fiktive und alltägliche Inhalte in einer künstlerischen Form zu kombinieren. Insofern macht sie schon in ihrer Kunst auch das, was ich angesprochen habe in dem Kapitel über die Potenziale der Dokufiktion. Katastrophenkunst. Nun macht Una Queens nicht irgendeine Form von Umrisszeichnung, sondern Katastrophenkunst. Also sie befasst sich in ihrer Arbeit mit unserer Art und Weise, mit dem Katastrophismus umzugehen, mit unserer Faszination daran, aber auch Ohnmacht und der Rolle des Einzelnen da drin und so weiter, die Beziehung zwischen einzelnen und medialen Figuren. Und deswegen taucht in dieser Umrissanimation von Una Queens auch so ein kleiner, fast nur menschengroßer King Kong, aber dafür multipliziert auf. Und auch diese King Kongs, die da drin sind, strahlen als Figur. Also hier überträgt sich aus der Kunst eine Figur quasi in die Filmhandlung, strahlen auf die Filmhandlung aus. Und sie begegnen uns in einer Szene erst als manifestierte Umrisse und dann entwickeln sie in der Filmrealität ein gewisses Eigenleben und verändern mehrfach ihren Status zwischen einem Spektrum oder zwischen zwei Polen. Das eine mag Erfindung und Fantasie sein, das andere mag sozusagen Faktenrealität sein. Aber dazwischen gibt es viele andere Dinge. Wunsch, Projektion, Angstvorstellung, Skizze, Montage, Compositing. All diese verschiedenen Layer von möglichen Realitäten oder Wirklichkeitszuständen, sagen wir mal, werden anhand dieser einen Figur deshalb möglich und abbildbar, weil sie aus der Medienkunst von Una Queens heraus in den Film hineingestrahlt werden. Und auch das erreicht natürlich maximale Intensität in dem Moment, in dem dieser King Kong riesig geworden ist, gesteuert von der Dompteuse Fiona und vielleicht beeinflusst von der Prophezeiung der Turm.